Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth. Mit mir, Dirkman. Beim letzten Mal haben wir mit Judas versagt. Wir haben versagt. Es hätte nicht schlimmer sein können. Heute spielen wir mit dem Blue Baby. Das Blue Baby besitzt den Pup. Und ansonsten ist es recht ausgeglichen. Das Komische am Blue Baby ist, es kann nur Soul Hearts aufnehmen. Das heißt, jedes HP-Up, was wir bekommen, wird in ein Soul Heart konvertiert. Das heißt, ein Health-Up, ein Dessert, Breakfast, irgendwie sowas, ist alles nicht mal so gut. Tractable, den erkläre ich gleich. Sondern was eher gut ist, wären dann eben Sachen wie normal zwei Soul Hearts oder Squeezy, Beispiel. Der Traktorbeam. Macht Sinn, oder? Die fliegen so gerade. Trickshots nicht mehr möglich. Aber wir haben einen Ziellaser. Und das ist es mir tatsächlich wert. Oh, den hebe ich mir auf. Dich hebe ich mir sowas von auf. Ich werde dich sowas von aufheben, du blöde Bitch. Ein Schlüssel? Schlüssel sind gut. Poop. Poop ist... Ganz ehrlich, ich finde teilweise, es gibt viele Sachen, die schlimmer sind als der Poop. Aber ich kann natürlich so machen. Also Trickshots sind noch möglich. Man muss nur umdenken. Rar? Rar. Okay. Rar? Rar? Rar. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Zuerst sind die Tränen da und jetzt plötzlich sind sie alle da. Das ist... Ich mag den Traktorbeam. Persönlich. Ich guck mir noch gerade den Rest des Floors an. Was ist für Blue Baby ein gutes Item? Das Book of Revelations. Okay. Das Book of Revelations ist gut. Das ist wirklich gut. Wenn wir das bekommen würden, das wäre natürlich echt Bombe, um ganz ehrlich zu sein, das wäre perfekt. Ah, da oben ist eine Münze, an die kommen wir nicht ran. Selbst wenn wir es wollten. Jo, Monstro, Standardprozedur, ne? Same as every year. So. Oh shit. Noch ein Problem vom Blue Baby ist, die with the Devil Rooms nicht so gut, weil die kosten sich teilweise 3 Soul Hearts. Und das will ja auch keiner, ne? Ja, hier haben wir Breakfast bekommen, da können wir auch nichts gegen machen. Kommen wir halt ein Soul Heart dazu. Und dann holen wir uns das... Warte, was? Jo, gönn dir, ne? Danke. Haben wir Curse of... Ja, wir haben Curse of the Maze. Gut zu wissen. Das war aber jetzt auch... Etwas komisch, um ehrlich zu sein. Okay. Alles klar. So. Dann haben wir unser... Oh, wir hätten das Sacred Heart auch so aufheben können. Egal. Das ist nicht Sacred Heart, Holy Heart. White Heart. Jo, wovon träumst du, Freund? Oh, guck mal. Eine Blume für dich. Mein Pimmel in deinem Gesicht. Oh Gott. Jo, Curse of the Unknown. Ah, ich hasse euch. Die Kidney Bean. Love Toots. Oh, okay. Die Kidney Bean. Ich weiß, wie was du machst. Aromatisiert den Gegner. Also, dass er auf deiner Seite kämpft. So nach dem Motto, ne? Glaube ich doch. Müsste es sein, ja.
So. Schön. Eine Münze für unsere Sammlung. Ah, ich habe den falschen Weg gewählt. Nein! 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 For you are mine! At last! Jo. Freund. Freund. Ein Schlüssel. Für unsere Schlüsselsammlung. Eine weitere Schlüssel? Das ist ja aber nett. Ich mach das Feuer mal aus. Für den Notfall. Jo, das ist ganz cool. So, puh, puh. Okay, okay. Okay. Wo ist der Rest? Cool. Hier ist noch einer. Hallo? Ah. Schön. Schön, schön, schön. Ich gehe einfach mal hier rein. Dangle. Dangle liebt uns. Oh, Dangle, was machst du denn da? Freund. Freund. Und da kommt er nochmal angerauscht. That's some slippery shit. Es ist halt wirklich rutschig einfach auf dieser braunen Scheiße. Das Coole ist, meine Tränen gehen auch unendlich weit. Bei der Traktorstrahl, die halt ja nach vorne schießt, ne? Ah, okay, vielleicht nicht ganz unendlich weit. Okay, dann lass mich mal noch ein bisschen näher kommen. Aber fast. Uh-oh. Dun, 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 dun. Okay, da komm. Da komm, Freund. 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 Na-ah. Das war's. Wir bekommen den Magic Mushroom, ein Bomben-Item. Und das sind sie mir nicht wert. Weil hier müssen wir wirklich, wirklich stramm nachdenken, welche Items es wert sind und welche einfach nicht. Und das ist es einfach nicht wert. Ich würde sagen, wir clearen noch gerade den Floor, damit wir auch alles gesehen haben. Zum Beispiel könnte hier ja auch... ist es glaube ich nicht, ne? Ja. Ich wusste es eigentlich, ich hätte es auch eigentlich machen sollen. Das ist schön, dass du das spielst. Ich nicht. Ich schätze aber gerne. Nee, auch nicht wirklich. Ist mir, für das was es ist, ist mir Kerber Space Program doch ein bisschen zu teuer. Obwohl ich auch lange nichts mehr davon gesehen habe. Das könnte dann noch veraltet sein. Meine Informationen könnten veraltet sein. Aber wir reden nicht über das Kerber Space Program. Wir reden über 99 Bomben! Pyro. Bitches. Pyro. Pyro my asshole. Was? Der Boomerang. Ich bin kurz auf einen Schlüssel aufzuheben. Ich heb den Schlüssel auf. Ja. For you are mine. Yuki. Da, 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 da. Da. Der die Flooded Caves Nummer 1. Okay. Das ist eigentlich cool, dann kann ich so machen und plötzlich. Das ist so nice. Der Traktorstrahl, der gefällt mir. Der gefällt mir. Ich wüsste auch nicht, ob der Potenzial hat, schlecht zu sein. Und ganz ehrlich mit euch zu sein. Ich finde den cool. Ich mag den voll.
ein Nickel. Und wir reden hier nicht von Nickelback. This is how you remind me. Look at this graph. Oh Gott. Meine Stimme bricht. Sowas von zusammen. Okay. Look at this graph. Wer kennt's nicht? Okay. Jetzt hab ich dich, du Snitch. Du Little Snitch. Snitch. So, dann haben wir den auch. Dann haben wir den und dich. Versuchszwecke. Look at this graph. Wah. Wow, close call, dude. Okay. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Okay, dann haben wir hier Lion. Leo, meine ich doch. Stompy. Bedeutet. Steine fürchtet euch, wir treten euch durch. Es gibt Momente, wo Stompy wirklich nicht hilft, wie zum Beispiel in dem hier Raum, weil man sich echt denkt, oh oh, der nächste könnte direkt explodieren, wie der. Es gibt aber auch Momente, wo man sich denkt, das war jetzt genau das Richtige, das haben wir jetzt gebraucht. Balls of Steel! Nice! Die Flooded Caves sind natürlich jetzt, überhaupt die Caves, glaube ich, an sich, sind jetzt natürlich nicht das Beste, wegen eben besagten Pilzen. Aber, man kann auch mal ein Risiko eingehen, würde ich sagen. Aber zum Beispiel sowas hier, ne? Wenn wir es bräuchten, was wir nicht tun, weil wir können es ja nicht aufheben, würden wir es tun. Wir würden, okay. Bop. Ein weiterer Schlüssel für uns. Das ist ganz... Ja, das ist aber jetzt auch echt nicht nett gewesen. Fuck off, Mate. Ja, da musste ich irgendwo Schaden fressen. Und naja. Hätte besser laufen können. Tears up. Also bis jetzt kann ich mich echt nicht beschweren. Uns wird hier das Fressen nur so zugeworfen. Die Flooded Caves. Ah, ich Idiot. Einfach stehen bleiben, Bro. Einfach stehen bleiben. Borkai. Noch eine Münze. Ich würde auch, um ehrlich zu sagen, um ehrlich zu sein, versuchen, ob hier nicht der Secret Room ist. Sie, mi Señor. Ich sehe, sehr, sehr geheime Raum. Wir haben ihn gefunden, Freunde. 20 Münzen. Mit 20 Münzen kann man schon mal was anfangen. Wie zum Beispiel in den Shop gehen. Bei 7 Schlüsseln ist das dann auch noch eine gute Idee. Verdammt ja. Mums Bottle of Pills. Balls of Steel. Ich bin glücklich. Judgment. Das Geld hätte ich lieber gespendet. Ich heb mir Judgment mal auf. Falls wir... wir werden wohl noch Geld finden. Was aber gut ist, da wir die Pille Balls of Steel schon gefunden haben. Und wir jetzt die... Mums... Bottle of Pills. Oh yeah, Liberty Cap. Mums... Oh, fuck off. The Frail. Mums Bottle of Pills haben. Es ist natürlich auch ganz gut. Es könnte nämlich sein, dass jetzt öfter Balls of Steel auftaucht. Was hauptsächlich daran liegt, dass wir wissen, dass es im momentanen Run überhaupt Balls of Steel gibt. Das ist schon mal was ganz Wichtiges. Okay, jetzt ab jetzt wird's ätzend. Wir müssen einfach nur... komm.
Puh, zum Glück hat er nichts anderes benutzt. Mom's Underwear, Range Up, bringt uns... Ja, es bringt schon was. Jetzt kommen wir wenigstens ganz ans Ende, aber es bringt nicht so viel. So. Also, worauf ich hinaus will, Mom's Bottle of Pills ist genial zu haben. Besonders jetzt für uns. Pille. I can see forever. Das ist schön. Da oben müssen wir auf jeden Fall hin. Da gehe ich am besten jetzt einfach hin. Das klingt nach einem Plan. Schön. Okay, eine Bombe. Weil für den Raum brauchen wir ja nur Bomben. Das ist eigentlich ganz geil. No, shoot. Shoot. Huch, ach stimmt, wir können ja... Wieso sich drücken, wenn man auch sowas machen kann? Okay, da war anscheinend auch ein, ja, ihr wisst schon. Ein. Treasure Rock. Ein Tinted Rock, so. Ein Schatzsteinchen. Tjo, dann gehen wir halt nicht schlafen. Hatte ich eigentlich vor? Na, da will ich nicht runter. Aber dann gehen wir halt nicht schlafen. Hat ich das auch erledigt. Schade eigentlich. Ich wäre voll fürs Schlafen gewesen. Okay. Mm-hmm. Would you look at that? Isn't that nice? Oh, Freund, das muss doch nicht sein. Solch Hass, solch unnötiger Hass. Transcendence. Jetzt sind wir nicht nur Stompy, sondern können auch noch fliegen. Das ist ein bisschen doof, das hebt sich ja gegenseitig auf. Das Transcendence und das Fliegen. Also ja, dafür können wir fliegen. Was wiederum geil ist. Schnarsch, schnarsch, schnarsch. Und zack, haben wir volles Leben. Und zwar wirklich volles Leben. Deswegen Transcendence hatte jetzt auch was Gutes. Jetzt ist halt doof, dass wir Leo haben, Stompy. Ich würde sagen, wir gehen in den Treasure Room und dann einfach nach unten. Mit dem Flow vom Treasure Room. Sprich, wir gehen jetzt hier rein. Wir sparen uns den Schlüssel. Holen uns Tough Love mit. Gehen hier hin. Oh, okay. Dann warten wir doch noch. Und dann, komm Freund. Bokai. Das ist ein großer Löwenkopf. Mhm. Hier haben wir Range Up. Der Raum ist natürlich mit Transcendence um einiges einfacher. Das ist ja Luxus, das hier. Und mit Tough Love haben wir natürlich auch noch ein riesiges Item gerade aufgehoben. Ah, da bist du. Und dann gehen wir noch in den Secret Room. Der beinhaltet, ja, okay. Sollten wir verletzt werden, ich weiß, wo ich dich finde. So, dann gehen wir auch einfach mal zu Job. Der wartet schon auf uns. Das ist eigentlich ganz geil. Chubb kann uns nichts. Der kann uns nichts, der kleine Scheißer. Der kleine Scheißer hier. Der kann uns ja nichts. Jeder Schuss ein Treffer. So. Hup. Ah, ich Idiot. Ich hab's echt gemacht. PJs, you feel cozy. Man sieht die PJs nicht, aber wir haben jetzt einen Pyjama an. Hätten einen an, wenn wir noch einen Körper hätten. Aber der hat uns Soul Hearts gegeben. Es ist nicht das beste Item, das habe ich nie behauptet. Dieses halbe Soul Heart hat er uns aber gegeben. Oh, okay. Okay.
Okay. Und das hier? iPhone Pills. Okay, es könnte schlimmer sein. Sage ich einfach mal. Huch. Ach, da bist du hin. Ich dachte schon, wo bist du denn? Freund. Oh, das habe ich ganz vergessen. Ja. Wenn man plötzlich fliegen kann, dann vergisst man, dass man Stompy ist. Tier ist ab. Nice. So, jetzt wo wir auch nicht mehr mit den ganzen Pilzen was zu tun haben, können wir eigentlich ganz ruhig unseren Weg gehen. Das trifft es eigentlich ganz gut. Bup, 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 bup. So, wunderbar, wunderbar. Okay, dann machen wir hier noch kaputt. Das könnte hier immer sein, dass was Schönes unterm nächsten Stein liegt. Das heißt, jetzt können wir eigentlich so richtig schön ausleben, dass wir Stompy sind. Oh ja, so Räume liebe ich dann natürlich. Nicht von den Gegnern her, aber von der Anzahl der Steine. Weil ja wirklich, ich würde sagen, dann steigt die Chance schon ein bisschen. Und das ist fast wie ein Überraschungsei. Besonders wenn dann tatsächlich auch was drunter liegt. Und dann, wenn sowas ist, ist kein Problem. Weil es ist nicht so wie diese Pilze, die dann einfach explodieren und du bist am Arsch. Nee, die machst du dann einfach fertig, die Typen. Ist doch kein Problem. Ja, danach habe ich gesucht. Na komm, Freund. Danach habe ich gesucht. Das ist doch schön. Monstrous Lunge. Ich hole sie. Aber auch nur, um was herauszufinden. Und zwar folgendes. Wie sieht jetzt mit dem Traktorstrahl unser Schuss aus? Das ist ein sehr gezielter Schuss mit sehr vielen. Das ist gar nicht mal so übel. Außer, dass wir halt chargen müssen. Das ist doof. Und es ist halt kein Brimstone, was das angeht. Es ist nett, sagen wir es so. Oh Mann, das ist eigentlich ganz geil, ey. Mit Tough Love ist natürlich dann die Chance auch höher, dass Zähne kommen. Das ist ganz cool eigentlich. Diese Telepille wollte ich jetzt so nicht nehmen. Aber ich weiß, dass das auf dem Telepilz drin ist. Auch cool. Haha, haha. Oh Mann. Ja, es könnte schlimmer sein. Also, es verträgt sich eigentlich ganz gut. Immer noch Judgment, genau. Und dann haben wir hier 48 Hours of Energy. Bad Trip. Noch eine Telepille. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Dann benutze ich die Telepille als nächstes. Ja, wie gesagt, es könnte wirklich schlimmer sein. Okay. Dann mache ich dich halt auch fertig. Komm hoch. Freund. So. Was haben wir denn hier? Blister. Bounce back. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich es haben will. Ah, okay. Da unten müssen. Okay, dann weiß ich auf jeden Fall. Muss ich da runter gleich. No, never again. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wonach gehe ich jetzt eigentlich Ausschau halten?
Ich wollte gerade sagen, weil hier bin ich ja falsch. Oh. Aber dich. Dich vergesse ich nicht, Süßer. Du bist der einzig Wahre. Mehr brauche ich nicht. Okay. Wir. Noch ein Judgment. Noch ein Judgment. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Ne? Wunderbar, wunderbar. Das war komisch. Noch eine Telepill. Dann schauen wir mal, wo wir diesmal hinkommen. Telepill. Toll. Das war eine Aufgabe. Ich überlege mir gerade. Ah, hier sind wir. Dann holen wir uns Judgment mit. Oh. Okay, was hast du uns hier gelassen, Dämon? Ja, ich benutze ihn jetzt auch nochmal, weil ich angefangen habe, ihn zu benutzen. Es ist vielleicht nicht die klügste Idee, die ich jemals hatte, aber es ist vielleicht auch keine schlechte Idee, wer weiß. Bullshit. Krieg ich kein Item von dir? Two of Clubs, super, wir haben 99 Bomben. Nicht, dass wir die schon gehabt hätten. Ah, fuck me. Ja, ne, das bringt's nicht. Okay. Ein bisschen spiele ich noch mit dir. Der Lucky Poop, den möchte ich dann doch nicht. Ein Item, komm. Komm. Ich hasse diesen kleinen Bastard. Emperor! War. Oh. Oh. Bro. Yep. I stopped you in your tracks. Bitch. Bitch! Okay, wir bekommen die Ball of Bandages. Gehen aber zurück, weil wir haben noch viel zu tun hier. Wir haben noch viel zu tun. So. Lasst mich mal ganz kurz hier. Wo geht's denn lang? Hier vielleicht? So, dann nehme ich dich noch aus. Okay. Jetzt kommt auch noch dieser Mace-Kack dazu. Okay, eine Bombe aufgehoben, einen Schlüssel aufgehoben. Und dann sind wir hier. Schön. Das Yamhart, das bringt uns gar nichts. Das Yamhart ist echt nutzlos in dem Sinne, weil wir halt null Red Hearts bekommen können. Die Chance ist einfach nicht da. Es ist nicht drin. Iphone Pills. And I ate them. Ich gehe noch runter zu dem. Dann entscheide ich, was ich mit meinem Geld mache. Wahrscheinlich spenden. Davon gehe ich jetzt im Moment aus. Huch. Okay, oh, jetzt habe ich mich getroffen. Okay, jetzt habe ich getroffen. Und es soll dein Ende sein. Es hat mir nichts gebracht. Okay. Wunderbärchen. Gut, dann schauen wir hier nochmal kurz rein. Da unten muss ich noch hin. Dämon wird einfach mal benutzt.
Warte, was? Der Mond ist aber doch... Oh, ich bin verwirrt. Ist okay. Ich überleg's mir. Ich bin am Überlegen. Wenn ich eine gute Karte irgendwo hab, mache ich's wahrscheinlich. Oh, shoot. Alles klar. hat aber nichts gebracht. Das war hingegen besser. Das war hingegen besser. Ich habe genug von Judgments. TNT Dynamite. Oh! Das ist eigentlich ganz cool. Aber nichts für mich jetzt. Nichts für mich. Jetzt lass mich doch einfach mal in den Raum hier. Meine Scheiße. Okay. Bin ich denn jetzt schon wieder hin? Hier wollte ich auch irgendwo hin. Oh, hör doch einfach auf. Freund. Okay. Boop. Okay. Das hat nicht geklappt. Ups. Wieso mache ich denn? Wieso bin ich immer noch hier? Ich hätte schon lange wieder gehen können. Oh, schön. Nicht cool. Bro, nicht cool. Not cool, bro. Oh, fuck. Okay. Tears down. Tears down. Das ist so komisch, das hier. Okay. Ich habe ehrlich genug von Judgments, deswegen... Pace. Bad Trip. Schön. Das freut mich. Dann kommt auch schon Mom, ne? Das wird ein Spaß. Glaubt mir. Glaubt mir das. Okay, habe ich alles. Der Shop, in den wollte ich noch rein. Eventuell ist auch eine Lösung für meine Probleme. Ich bezweifle es ein bisschen, aber wer weiß. Wer weiß. Du Ficker. Lass doch einfach rein hier. Ja, das war so Worst Case Szenario. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, das Geld, das kann ich einfach nicht brauchen. Ich frage mich gerade, wo jetzt die andere Judgment-Karte noch ist. Also ich kann es mir denken, aber da will ich jetzt auch nicht mehr hinlatschen. Gut, dann würde ich sagen, Mom. Ja, ich muss länger laden, okay. Okay. Boop. Ja, ich lade nicht lang genug. Okay. Machen wir es dann noch zu Ende. Was soll der Geiz? Okay. Gut. Zum einen. Old Bandage.
in meinen Augen immer noch ein Health Up. Auch schön. Und gucken wir mal hier, was wir denn holen könnten. Das ist aber jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich habe kein Item geholt, Freunde. Hallo. Na, dann hol ich Number 2. Ich weiß noch nicht, was es ist. Verdammt, bin ich schon wieder jetzt mit so einer Close Range. Ich kenne das Item nicht. Das war aber jetzt fies. Ich habe doch nur die Kiste aufgemacht. Oh. Ich spawne. Buttbombs. Das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Besonders weil der Typ andere Sachen spawnt, als ich es gewohnt bin. Ja, genau, von dir rede ich. Ach, Dreck. Nee. Ja, okay, dann machen wir halt mit dem Blue Baby jetzt so einfach mal den Boss Rush Raum. Retrovision brauchen wir nicht. Da komm, bra. Tschüss. Champion Horn, was ist das denn für ein Scheiß? Oh oh. Shit. Okay. Fistula scheint Bombenfistula zu sein. Yep. Natürlich ist es Bombenpistole. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Aber hey. Aber hey. Und Death. Yay. Ein Boss-Rush-Raum, den ich nie machen wollte. Und jetzt werde ich dazu gezwungen. Generell. Generell scheiße sowas. Aber hey. Es könnte schlimmer sein, denke ich. Wir hätten ein Item bekommen können, was wir gar nicht mögen. Wir haben ein neues Item bekommen. Au. Au. Ist das Death seine Scheiße hier? Dann mache ich den mal erstmal dort, weil die zwei, die werden sonst ganz unangenehm. Oh, Mann, oh. Ich sehe die nicht. Die sind zu braun. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Force of Steel, das habe ich gebraucht. Das habe ich gebraucht, okay. Wir haben hier eine Bombenfliege, die wird kaputt gemacht. Yep. Komm, halt einfach die Backen und geh. Scheide dahin. Scheide dahin. Und boop. Oh. Ich habe ihn noch erwischt anscheinend. Wo sind denn? Da.
weird as fuck. Ah, toll. Du hier? Ja. Ah, shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit schon eher. Okay. So. Top. Ah, ein Engel. Retrovision. Okay. Freund, wo bist du? Da ist das Herz. Weird. Okay. Da komm. Der ist gerade voll in mich reingerannt. Und ich habe keinen Schaden bekommen und ich weiß nicht wieso. Okay. Retrovision. Top, okay. Ich bin ein wenig noch. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier von allem halten soll. Es hat super angefangen und jetzt irgendwie ist alles komisch. Nicht, dass wir es nicht mögen. Das ist nur super komisch. Ich weiß auch nicht genau, was ich darf. Oh, natürlich. Wieso nicht direkt dreimal? Das ist ein ätzender Gegner. Und davon zwei. Das will man einfach nicht. Huch. Jöp. Schön. Okay. Range up. Das reicht mir schon mal für einen guten Versuch. Bäh. Bro, chill mal deine Basis. Ich muss seitwärts zu dem stehen. Jo, jo, bro, 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 bro. Okay. Klar! Er spawnt genau neben mir. Na, wir können fliegen, das heißt, es ist alles in Ordnung. Glaube ich nicht, wie ich das hinbekommen habe gerade. Ich bin super verwirrt gerade. Ich bin super verwirrt. Hier geht's ja drunter und drüber. Wow! Was ist mit dir los? High Speed Bitch! Nein, 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 tu's nicht. Nein. Halt still. Was ist der so schnell? Noch ein Range Up. Mir soll es recht sein. Und der Frail.
the frail, the frail, the frail. Okay. Yo. Jetzt kann ich mich um the frail kümmern. Klar, genau dann kommt diese Pupbombe vor mich. Oh Mann! Okay. Also es hat irgendwie komisch angefangen und es geht komisch weiter. So. Dann haben wir den noch. Zwei davon. So. Ah. Oh. Blue Babies only friends. Balls of Steel und Curse of the Tower. Boah, was eine Runde, oder? Was eine Runde. Das ist so crazy hier. Das ist so crazy. Wir sind im Womb. Im Utero, um genau zu sein. Utero 1. Wunderbar. Nee. Okay, dann haben wir hier Wheel of Fortune. Ach, verdammt, okay. Nochmal, Runde 2. Ein Moment, ich muss mich mal ganz kurz. Mein Bein juckt. Gut. Alles klar. Alles klar. Was haben wir hier? Unnötiges Zeug. Oh ja, Joker! Der Joker! Oh, das, okay, egal, egal. Ach ja, schon, da war ja was. Full Health. Retrovision, da hol ich wieder den Joker. Bin mal gespannt, was der Joker mir nachher bringt. Weil den Joker, auf den werde ich nicht verzichten, ganz sicher nicht. Hier immer noch die Liberty Cap. Ich mach mal so, um hoffentlich ein Ergebnis bei der Liberty Cap zu erzielen und es zu sehen, weil... Ups. Bis jetzt haben wir einfach noch keins gesehen. Okay, das hängt... Oh, wo sind wir denn? Also, was ich sagen möchte... Wir haben dieses Goldheart nochmal aufgehoben und es liegt anscheinend nicht an diesem Hufeisen, was wir vor einer Woche oder so mal hatten. Weil ja, wir haben ja jetzt nochmal eins. Klingt nach Logik, oder? Das heißt, es taucht auch so auf. Tier ist ab, bin ich immer dabei. Huch. Naja, verdammt, das war nicht, einfach nicht gut gespielt von mir. Kein gravierender Fehler, klitzekleiner Fehler nur. Okay, dann machen wir den, dann machen wir dich, dann machen wir dich und dann machen wir dich. Schön, was haben wir hier? Tier ist down. Nein, danke. Dann haben wir hier nichts. Ach. Yo, wieso ist jeder Scheiß-Floor ein Curse of the Maze? Jetzt mal nur Spaß. Jeder Drecks-Floor ist plötzlich Curse of the Maze. Ist Curse of the Maze plötzlich in? Was ist das hier für ein Scheiß? Und dann machen wir Tisch. Und dann machen wir Tisch. Wunderbar.
Haha, das war so witzig. Loki 2. Okay. Boop. Boop. Und boop. Und zack, das war's auch schon. Dann haben wir hier die Blue Cap, was uns ein HP abgibt. Und dann benutzen wir den Joker, weil er hier nicht steht. Und dann haben wir plötzlich den Holy Grail. Flight und HP up. Jetzt können wir noch mehr fliegen, aber haben ein HP up. Und das ist das Wichtige. Das andere, das Fliegen, das ist uns diesmal scheißegal. Wir haben ein HP up. Das war ein gutes. Jo. Okay. Okay. Also am besten unten halten. Okay. Boop. Ich gehe mal ganz kurz links gucken, ob man da auch runtergehen kann. Nachher. The fuck was that about? Sieht nicht so aus. Mehr Geld, was ist denn hier los? Oh, cool. The Power Pill. Gut, dann gehen wir hier hoch. Dann rechts, dann runter. Ah, verdammt. So, wunderbar. Mein Nickel. Einmal Nickelback zum Mitnehmen, bitte. This is how you remind me. Boop. 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 Wo willst du hin? Denn es macht ja keinen Sinn. Wo zu gehen? Ich halte fest. Okay, den habe ich erwischt. Dich auch. Und, du blöde Bitch. Siehst du, was du angerichtet hast? Siehst du, was du angerichtet hast? Okay. Shit. Boop. Naja, das hat nicht wirklich was gebracht. Okay, jetzt. Immer noch nicht. Okay. Jetzt aber. Schön. Full Health. Tier ist down. Dann hebe ich lieber die Full Health Pille auf. Thank you. Range up. Das ist auch sehr geil. Dann gehen wir hier rein und dann haben wir Mom's Heart. Shit. Shit. Oh shoot. Nein, schon wieder ein Fehler. Verdammt. Ja. Na toll. Ja, das Problem ist, wenn ich weggehe, greift Mar mich an. Wenn ich nicht weggehe, greife ich die Bombe an. Das ist momentan nicht ganz so toll. Okay. Na, das ist natürlich jetzt interessant.
Das wäre unser erstes Mal Cathedral. Das ist natürlich jetzt interessant. It lives. Your future past awaits. Darkness forwards. Suicide King. Was haben wir noch? Blue Bomber. Schön. Yo, Darkness awaits. So, also, was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist eine Runde den Spaß hier. Ich bin auch mal gespannt. Verpiss dich. Verpiss dich. Oh, cool. Verpiss dich. Yeah, it's about to get real. Watch me step into my Slim Jim. Kim Jong. Yeah? Und ist das nur ein Schatten da oben? Oder was? Ja, es ist nur ein Schatten. Top! Ich habe auf der Karte geguckt und die Karte hat mich verarscht. Verarscht. Okay. Schön. Schöne Scheiße. hours of energy. Range up. Nochmal range up. Okay. Ne, ich bin schon stompy genug. Ich brauche keine strong feats. Okay, dann lasst uns mal hier ganz kurz gucken. Jetzt stellt euch mal vor, wir hätten Ipecac. Anstatt Tavlov oder so. Wie abgefahren das denn wäre? Also Monstrous Lunge und Ipecac und dann auch noch. Au! Na, jetzt sieh doch, was du angerichtet hast. Nix Schönes, ne? Bob's Rotten Head? Ich überleg's mir, wenn wir jetzt bei Isaac angekommen sind, um ganz ehrlich zu sein. Oh, Spoiler Alert! Ich bin ja nicht schon in Episode 183 oder was? Oh Mann, ich sehe aber auch nicht, dass da eine blöde Bombe gespawnt wird. Woher denn auch? Jetzt habe ich es gehört. Okay. Au. Schön. Okay, es scheint so, als müssten wir hoch. Ich habe auch Liberty Cap hat noch nichts erreicht in diesem Falle. Oh Mann, okay. Ah. Wow. Ja, plötzlich haben wir auch nicht mehr so viel Leben, um ehrlich zu sein, ne? Ganz plötzlich wird man ganz klein. Okay. Hm.
Daggeroth. Huch. Verdammt, nicht getroffen. Okay, jetzt. Wir bekommen Mr. Boom. Mr. Boom werde ich nicht mitholen. Genau, ist auf Stil. Das ist gut. Ich habe hier nichts zu suchen. Ich habe hier nichts. Ey, du Fotze! Zu suchen. Stopp. Ich möchte das nur mal kurz ausprobieren. Naja, okay, ist okay. Ich hole mir jetzt Bob's Rotten Head. Weil damit soll der ganze Spaß anfangen. Mit ein wenig Gift, einer Explosion und ganz viel Glück. Wir haben 7 Herzen. Das heißt, wir dürfen 7-mal getroffen werden. Ich bin selber gespannt, wie es ausgehen wird. Ich tippe auf uns. Ich bin mir nicht sicher. Wer weiß das schon? Isaac. Okay. Ja, es wird wieder etwas stiller. Okay. Ah, shoot. Einmal wurden wir jetzt schon getroffen. 6 to go. Ist alles cool. Nein! Ah, diese blöden Buttbombs. Also Number 2 finde ich jetzt nicht so cool, um ganz ehrlich zu sein. Ich bleib lieber hier. Schon wieder eine. Also, es ist so komisch. Man lebt einfach so gefährlich. Meine Schande, ey. Okay. Aber an sich. So. Es hätte schlimmer sein können. Das war's. Cool. Und wir haben den D6. Und natürlich, bevor ich es vergesse. Ah, ne. Ja, doch. Wir sind jetzt dann bei Ending 11, glaube ich, gewesen. Mein Name ist Ed Wigman. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, Let's Play Bank of Isaac. Afterbirth. Bis dahin! Ciao.